Moin, willkommen in Hamburg am Bahnhof Hasselbrook. An dieser Stelle soll sich einmal die zukünftige S-Bahn-Linie S4 aus der S1 ausfädeln. Und ich möchte euch heute ein paar Ansichten zeigen, wie es inzwischen hier auf der Baustelle aussieht. Eine Regionalbahn nach Hamburg Hauptbahnhof. Sie ist hier dem Regionalexpress nach Lübeck begegnet. Ein Güterzug fährt über die Güterumgehungsbahn und ist im Hintergrund unter der Brücke der Straße zu sehen. Hier sind die Brücken über die Güterumgehungsbahn zu sehen. Die Züge zwischen Hamburg und Lübeck fahren zurzeit auf den von hier aus hinten liegenden Gleisen. Ganz hinten liegen die Gleise der S-Bahn nach Poppenbüttel. Hinter der Brücke kann man den Haltepunkt Wandsbeker Chaussee erkennen. An der Abzweigung der Güterumgehungsbahn stehen jetzt sehr große Lärmschutzwände. Auch nördlich der Bahnstrecke Hamburg-Lübeck stehen große Lärmschutzwände.
Das Kehrgleis der S-Bahn wurde abgebaut und dafür das Gleis in Richtung Poppenbüttel etwas nach Norden verschwenkt. Vom Bahnsteig aus ist die veränderte Gleisführung der S-Bahn gut zu erkennen. Eine Regionalbahn nach Bargteheide fährt aus. Ein Regionalexpress nach Hamburg Hauptbahnhof. Zum Abschluss seht ihr die Baustelle von Norden aus. Links liegt das Gleis der Güterumgehungsbahn. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.